Hallo Leute, ich habe mich geirrt. Es sind die neuen Levels sind Fluglevel und hier bei Engines World macht es noch Coco und bei Cortex World macht es dann Crash. Hier ist das Ziel, die 7 Zeppelins abzuschießen und aufpassen, dass die hier die gegnerischen Flugzeuge uns nicht abballern. So, gehen wir schon mal ein. Wie gesagt, das ist jetzt noch chillig, aber bei Cortex an der Welt wird es heftiger. Ja, da müssen wir jeweils die einzelnen Turbinen abknallen und ja, das ist heftiger. Hier hole ich mir schnell noch den Edelstein als Bonus. Sonst ist es viel zu schnell vorbei. Wenn die vor euch sind, dann immer sofort schnell umdrehen. Als Tipp, die Lebenskisten, also die mit den weißen Luftballons, die immer so lange wie möglich aufbewahren. Erst am Schluss abknallen. Die geben euch natürlich Leben. Aber jetzt sollte ich mir dann langsam mal die erste Kiste holen. Und das mache ich auch jetzt mal. Jetzt take this. So, 4 Kisten fehlen uns. Dann haben wir den Edelstein. Aber auch nur, wenn wir dann die ganzen Zeppelins abgeschossen haben. Einzeln können wir den nicht holen. So, jetzt bauen wir die Kiste. Gutsch. Hier ist noch einer. Jetzt wieder umdrehen. Achtung. Und dann schießen sie nämlich nicht auf uns. Und jetzt hier. Fuck. Bam. So. Noch 2 Kisten und 2 Zeppeline. Oh, piss dich, ey. Nice Leben. Ey, wir haben doch noch die 50. Aber jetzt sind wir noch ein paar. Wow. Chill. Boah, Achtung. Zuerst die Lebenskiste holen. Dann den Zeppelin. Lebenskiste, was ist Lebenskiste? Normale Kiste. Hier haben wir den Edelstein. Und jetzt holen wir uns noch den Kristall. Bam, geschafft. Und wie gesagt, mit Crash wird es viel schwieriger. Mit Crash und den Flugzeugen, wo wir die Turbinen ausschalten müssen. Das wird härter, aber das sehen wir erst bei Cortex, weil das in der nächsten, letzten Welt. Oh, so. Good job, Coco. Gut. Das war die eine Neuerung und jetzt kommt die nächste Erneuerung. Das war diese Welt hier, Future Frenzy. Eine Zukunftswelt, so könnte man das interpretieren. Engine? Ja. Sieht man sich wieder. Crash Bandicoot. Ich soll dir von Uka Uka und Dr. Cortex eine Lektion erteilen. Ja, ich habe meine Mechanik in der Zwischenzeit etwas verändert. Verschwinde. Oder du wirst ausgelöscht. Yeah. Das sehen wir, wer zum alten Eisen gehört. So. Der hat mir auch immer sehr gut gefallen. Zukunftswelt hier. Und die Gegner sind hier auch richtig heftig, aber das seht ihr ja dann schon. Hier gibt es auch wieder zwei undurchsichtige Edelsteine, lol. Was ist denn los? Tja, das heißt, hier gibt es auch noch eine Spezialwelt und ja, diese. Da muss man wieder Glück haben, dass die angezeigt wird. Die Dinger hier kann man nur zerstören, wenn sie in der Luft schweben. Wenn sie so einen roten Schutzmantel um sich haben, können sie nicht zerstören. Bam. So. So. So, jetzt seht ihr gleich nochmal einen Gegner, nochmal einen erneuerten Gegner.
Die sind auch nervig. Wenn man die nicht an der richtigen Stelle trifft, wird man erledigt. Die sind die nervigsten natürlich. Und hier natürlich nur drauf, wenn grün ist, weil wenn es rot ist, dann ist er senkrecht, dann noch keine Chance, dann fliegst du runter. Wow, scheiße. Die Dinger sind auch neu, da fliegt man nämlich in die Luft, deswegen gleich die Äpfel hier holen. Und die Igel-Teile natürlich. Lol. Fuck. Egal, jetzt habt ihr mal gesehen, wie das aussieht. Komisch, muss ich im Video nochmal nachschauen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es berührt habe. Ich glaube, wenn ich die Drehbewegung nicht gemacht hätte, hätte ich nicht mehr berührt. Ja, was denn? Meine Güte. So macht man das so. Die Teile kann man dann später auch mit der Waffe abschießen. Gut, eine Checkbox-Kiste, die ist schon mal gut. Scheiße. Ja, jetzt habt ihr das mal gesehen. Was passiert, wenn man den Angriff für seinen Schutzmantel hat? So. Aber den können wir mit der TNT-Kiste hier zerstören, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Da hat er mit seinem Schutzmantel keine guten Karten. Los jetzt. Futsch. So. Wow. Gott sei Dank haben wir schon die Funktion hier. So, die Bonuswelt können wir ja noch schnell machen. Die Musik ist auch episch bei der Bonuswelt. Das ist auch mal cool gemacht, dass sie hier anzeigen, welche Kraft man hier verwenden soll. So. Boah, das ist ein bisschen hart, aber schafft man schon. Nicht anstrengend. So. 50 Leben, passt schon. Den immer nur erledigen, wenn man draufspringt. Also niemals hochspringen und dann versuchen, ihn mit der Drehattacke zu erledigen. Das habt ihr ja gesehen, was wieder rauskommt. Jetzt muss dann der Edelstein kommen. Ja. Kristall, nicht Edelstein. So. Gut, dann. Holy shit. Wow. Der war knapp. Und wie gesagt, da brauchen wir die Spezialwelt noch. Speziallevel. Um die ganzen 133 Edelsteine. Edelsteine. Kisten am Ende komplett zu haben. Gut, Leute, ich hoffe, euch hat der Part wieder mal gefallen. Bis zum nächsten Mal und ciao. Dann ist King Rico. Ciao.